Guten Tag. Steel's good, but loyalty's better. I'm loyal to Dengir first and the Empire second. Mhm. Wir fragen ihn jetzt, ob er uns unterrichten könnte. Und er verneint. Also er könnte uns zwar ein paar kleinere Tricks beibringen, aber so wirklich viel bringen würde es uns wahrscheinlich nicht. Da sollen wir uns schon nach einem richtigen Schmiedelehrer umgucken. Und er verweist uns in Richtung Markas oder Whiterun. Wobei Whiterun wäre nur für die Mitglieder der Companions, meinte er. Und das sind wir ja nicht. Wobei wir darüber mal nachdenken könnten. Hm. Na gut, was hast du mal gemacht? Du hast... Du hast fast nichts im Angebot. 100... Was haben wir? Die Axt sieht richtig schick aus. Da hatten wir schon mal eine liegen lassen, oder? Aber ne, 900... Okay, hast du... Wir haben vergessen, unsere ganzen Erzsachen liegen zu lassen. Das ist nicht schön. Nee, das wird hier schon mal nichts. Danke. Mhm. Apropos, können wir... Haben wir Stahl dabei? Natürlich nicht. Das können wir also auch nicht testen. Also unser Schwert können wir nicht schärfen, aber vielleicht die Rüstung ein bisschen ausbessern können. Hätte ich gerne auch noch überprüft. Hätten wir allerdings auch zu Hause machen sollen. Ach ja, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Aber Markus läuft jetzt nicht zurück. Wir wollen jetzt die Ruine erforschen, das machen wir auch gleich. Well met. Unlike my brother, I've trinkets, odds and ends, that sort of thing. Und du hast ein Stahlschild. Was für einen haben wir jetzt gerade? Ja, ist ein ziemlicher Unterschied, was die Schutzwirkung angeht. Allerdings kostet das Ding 510 Septim und finden wir alle Nase lang auf irgendwelchen Banditen. Also nein, kaufen wir nicht. Tränke, hättest du einen Regenerationstrank? Das ist so mäh. Und auch hier nichts wirklich Interessantes. Wie schaut es bei uns aus? Wir könnten dir die ganzen Edelsteine verkaufen. Die kommen aber auch lieber in eine Truhe. Und die ganzen anderen Sachen, die wir verkaufen wollten, sind zu Hause geblieben. Das Buch hier können wir verkaufen, ja. Okay. Nee. Sollte echt lernen, mal die Klappe zu halten, der gute Mann. Can I get you something? Wow. Hallo. Wer bist du? Don't mind Boland. He's young and gets riled easily. Du. Achso, du hast uns gerade verfolgt aus deinem Laden. Das ist okay. Das ist sehr, sehr komisch. Es wirkt fast so, als wären wir aus seinem Laden rausgescheucht worden. Nee. Sei es drum, er war so oder so unhöflich. Wir gehen jetzt zur Alchemistin und versuchen da mal unser Glück bei den Tränken. Hallo. Guten Tag. Someone new? Perhaps someone looking for me to mix? Take a look. Erstmal schauen wir, was du so für Ingredienzen hast, die wir gebrauchen könnten. Boah, ist das teuer. Ja. Ja. Die Sachen, die es häufig gibt, sind günstig und die Sachen, die selten sind, sind teuer. Das macht sehr viel Sinn. Oh, hier Weizen. Weizen können wir gut brauchen. Das kaufen wir mal. Heileffekt. Davon nehmen wir mal ein paar mehr. Die kosten auch nicht so viel. Ein C? Ernsthaft? Uch. Daran knabbern wir nicht rum, um rauszufinden, was es macht. Mhm. Mhm. Und wir würden ganz gerne deinen Tisch benutzen, wenn du fertig bist. Na, dankeschön. Natürlich ziehen wir vorher die Handschuhe aus und dergleichen. Das Ganze wird jetzt ein bisschen länger dauern. Zuallererst probieren wir Blister Ward mit Weed. Call upon me if I can be of any service. Das müsste ja eigentlich ein Heiltrank rauskommen. Ja. Sehr gut. Ein relativ schwacher Heiltrank, aber dafür hält er ziemlich lange. Das heißt, nicht unbedingt etwas, was wir trinken, wenn wir uns hinter einem Baum verschanzen. Außer wir wissen, dass der Gegner nicht bald kommt. Könnten wir bitte in Ruhe arbeiten, Frau? Danke.
So, wie stark wäre einer mit dem Ei? Probieren wir mal. Au. Wir haben gerade aus Versehen. Was? Wir haben ein Gift erschaffen, das dafür sorgt, dass der Gegner Stamina verliert, dafür aber geheilt wird. Das ist ein sehr interessantes Gift. Noch irgendwo Heilung? Hier war Heilung. Ah, das ist eher ein Trank für uns. Der heilt mehr als der andere, aber dafür läuft er nicht so lange, dafür hält er nicht so lange. Davon machen wir gleich mal ein paar mehr. So, das wäre die Heilabteilung. Jetzt fehlt noch Stamina. Das heißt, wir nehmen ein bisschen was von dem Honig und ein so ein Ei. Wow. Oh, das ist ein sehr guter Stamina-Trank. Die sind alle ziemlich gut. Alle gleich gut. Oh, Stone-Skin-Effekt. Hiermit hätten wir einen Trank, der dafür sorgt, dass wir sowohl Stamina regenerieren, als auch ein kleines bisschen mehr Rüstungsschutz bekommen. Für eine Minute. Schön, schön. Aber jetzt bleiben wir mal lieber bei dem, was wir kennen. Und machen jetzt ein paar Stamina-Tränke. Damit wir jetzt schön lange durch die Wildnis laufen können. Und ohne schlechtes Gewissen immer wieder an Trinken nippen können. So, du und du. Und du und du. Ein paar von den schlechteren Heiltrinken machen wir auch nochmal. So, danke schön, dass wir den Tisch benutzen durften. Wir werden bei Zeiten eventuell wiederkommen. Hättest du... ja, nee. Wir könnten theoretisch ein paar Sachen zurückkaufen. Aber mal im Ernst, es ist recht unrealistisch, dass sie irgendwas von dem, was wir herstellen, haben wollen würden. Selbst wenn wir irgendwas Gutes herstellen, sowieso ein Trank hier, dann weiß sie nicht wirklich, ob das nicht irgendwelche Nebeneffekte hat oder dergleichen. Also kann sie es schlecht weiterverkaufen. Das heißt, allgemein werden wir keine der Tränke, die wir herstellen, an Händler verkaufen können. So. Ne? Ihr wisst schon. Gut. Until next time. Jo, auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir die Ruine uns angucken. Ich hatte gesagt, dass wir Richtung Westen die Stadt verlassen. Wir haben übrigens jetzt gar keinen Helm auf. Das ist ein wenig verstörend. Wir dürfen jetzt nur nicht am Kopf getroffen werden, oder wie war das? Also, Richtung... Das ist Westen, oder? Markus sagt mir, dass das Westen ist. Ja, das ist Westen. Gut. Also, Westen die Stadt verlassen, Straße folgen bis zur Kreuzung. Zim, Fliegenpilze. Bis zur Kreuzung. Und dann rechts rum. Und wo wir gerade dabei sind, nehmen wir schon mal unseren ersten... Oh, sind das viele Tränke. Nehmen wir... Der hier ist ganz schön schwach. Nimm mal den Schwachen zuerst. Was wollte ich jetzt sagen? Wow. Das ging ganz schön schnell runter. Okay, lass ihn Luft kriegen, lass ihn Luft kriegen. So. Und den besseren. Also wir haben jetzt ziemlich, ziemlich viele Tränke dabei. Das sieht momentan auch nach mehr aus, als es ist, weil wir halt so viele verschiedene einer Art haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, gerade 6 oder 7 verschiedene Heiltränke. Das wird sich alles später ein wenig kondensieren. Sobald wir alle Tränke selber herstellen. Weil dann werden wir dafür sorgen, dass wir nur eine Art von Heiltrank haben und nur eine Art von Stamina-Trank und so weiter. Dann sollte es schon etwas besser funktionieren. Dann legt sich Markus noch irgendeine schöne Tranktasche zu, wo das Ganze etwas griffiger ist und besser gepolstert ist und dann passt das schon. Und wir werden nass. Ja, das lässt sich leider nicht ändern. Kommt die Kreuzung jetzt hier schon? Ein bisschen weiter ist es noch. Aber wirklich schneller wäre Osten nicht gewesen, oder? Also das. Würde sich komisch klappernd an. Aber so... Okay, es war ein Storch.
Geh weiter, Markus. Du bist schon völlig verstört von den ganzen Geräuschen. Es könnte ein Feind sein, es könnte ein Feind sein. Wo sind die Forsworn? Stampf, 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 stampf. Wirklich viel an die Rüstung haben wir uns noch nicht gewöhnt. Aber es ist ja auch erst unser erster Tag. Es wird erst im Laufe der Zeit geschehen. Hm? Apropos Rüstung. Also der Schmied hier in Falkrest meinte, dass ein Schmiedelehrer in Whiterun wäre, aber nur für die Companions. Vielleicht finden wir ja auch noch andere Lehrer bei den Companions. Es wären also wirklich gute Gründe, dem beizutreten. Und sie sollen Mercenaries sein. Also Aufgaben annehmen gegen Bezahlung. Und das klingt genau nach Markus' Schiene. Was spricht dagegen? Whiterun spricht dagegen. Markus mag die Stadt nicht besonders. Aber das hat ja nicht viel zu sagen. Wir würden ja höchstens da nur hingehen, um neue Ausrüstung zu bekommen, um ausgebildet zu werden und Aufträge reinzuholen. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja. Also ja, es spricht nicht wirklich was dagegen. Sich einer Organisation unterordnen ist nicht so wirklich schön. Aber wer sagt, dass wir das müssen? Oh, Kampf. Ja, und das ist jetzt der Nachteil bei der schweren Rüstung. Wir können erstmal nicht hinstürmen. Und wir haben jetzt schon kaum Puste. Oh. Déjà vu. Hau, 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 hau. Was? Hau. Aber wie man sehen konnte, die konnten auf uns einschlagen, wie sie wollten. Obwohl wir kaum noch Puste hatten, haben wir nicht wirklich viel Schaden genommen. Und du. Du und deine verlockende Rüstung. Oh, und das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und Cure Disease Rezept. Also Krankheiten heilen, das ist sehr wichtig für uns. Nimm mit, nimm mit. Die Tränke sind ja doch recht teuer. So, dein Panzer wäre besser als unser Panzer und er ist magisch. Du hast keinen Helm auf. Ja, kein Wunder, dass du stirbst. Du hast nur so eine komische Kapuze. Oh, oh. Ein verzauberter Crossbow. Und wenn er von den Vigilant ist, wird er wahrscheinlich gegen Untote gut sein. Den nehmen wir mal mit. Hoffentlich hält er mehr aus als so ein normaler Crossbow. Und deine Rüstung lassen wir mal deine Rüstung sein. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind schon zu weit gegangen. So von der Strecke her. Ja, Markus wird müde. Hättest du eigentlich letzte Nacht genug geschlafen haben müssen? Was ist los mit dir? Irgendwo hier war das doch. Wir sind schon... Da ist die Jägerhütte. Geh mal hier hoch. Hier ist das Silber. Die Ruine kam zuerst, ne? Na, da kommen wir nicht runter. Ich glaube, die Ruine kam zuerst. Also gehen wir jetzt nicht an der Straße lang, sondern hier. Versuchen, die Ruine zu finden. Stampf, 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 stampf. Ja, komm, Markus, trink. Trink. Da waren es nur noch 5 Stamina-Tränke. Genau das meinte ich. Sobald wir Zugriff darauf haben, wird er schwach und nimmt einfach mal zwischendurch ein. Denn sie brauchen uns wieder alle. Das ist ein bisschen gefährlich hier. Oh, so ein Ei hätten wir ganz gerne. Die sind für entweder Heilung oder Stamina interessant gewesen. Oh, ist die verdammte... Ah, hier ist die verdammte Ruine. Unten wäre ein Eingang. Wir versuchen gar nicht erst ranzuschleichen. Das klappt nicht. Da ginge es noch weiter den Berg hoch. Zieh mal ein Schwert. Zieh mal ein Schwert, sage ich. Hm.
Genau, da sehen wir doch einen Edelstein. So. Und eine alte, verrostete Klinge. Nee, das muss nicht sein. Okay, hier ist also kein Eingang. Wir haben jetzt die Wahl. Wir können unten reingucken, was da ist. Oder wir können den Weg da hoch. Aber ich denke, wir schauen erstmal in die Ruine rein. Also es könnte sein, dass da oben noch ein Eingang ist. Aber jetzt mit der schweren Rüstung ist Markus irgendwie danach, den Haupteingang zu nutzen, wenn es denn mehrere gibt. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal trocken.